Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. So heißt es im Evangelium von Sonntag. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder und jede von uns sich in diesem Satz auch wiederfinden kann. Denn das, was uns beschäftigt, wichtig ist und uns so richtig zu Herzen geht, das muss einfach geteilt werden oder mitgeteilt werden. Über das, was uns bewegt, uns alle beschäftigt, wurde in den letzten Wochen viel geredet und diskutiert. Und der Austausch darüber war und ist auch wichtig. Denn ich glaube, nur gemeinsam können wir darüber ins Gespräch kommen, uns mitteilen und dafür sorgen, dass sich in uns, in Kirche und auch in der Gesellschaft etwas verändert. Spannenderweise können wir uns über die politischen Themen der Kirche unterhalten, aber was wirklich fest in unseren Herzen verankert ist, unser Glaube und was er uns bedeutet, darüber reden wir recht wenig. In all den Gesprächen ist aber doch deutlich geworden, dass viele Menschen Kirche und Glaube nicht egal ist. Und darüber sind wir sehr froh. Und so möchten wir in diesem Impuls auch das in den Mittelpunkt stellen, wovon unser Herz gefüllt ist, unser Glaube und was er uns bedeutet. Für mich ist der Glaube wichtig, weil ich weiß, egal was passiert, ich werde gehalten und geliebt. Mein Glaube ist mir wichtig, weil er mir zum Beispiel die Chance gibt, mich von Gott jeden Tag ein kleines Stückchen verändern zu lassen und ich dadurch meinen Mitmenschen und mir selbst gegenüber ein bisschen geduldiger, offener und liebevoller sein kann. Mir ist mein Glauben wichtig, da er mir in schwierigen Situationen hilft. Ja, für mich ist der Glaube sehr wichtig in meinem Leben. Er gibt mir Halt und Sicherheit und ist wie ein Anker. Auch in schwierigen Zeiten sorgt er dafür, dass ich geerdet bleibe. Mein Glaube ist mir wichtig, weil ich an einen Gott glaube, der in Jesus wirklich unser ganzes menschliches Leben kennt und dadurch dem Neugeborenen wie dem Kranken zusagt, Gott ist mit dir auf dem Weg, der unser ganzes Leben begleitet und sogar über den Tod hinaus, über das Ende noch eine Hoffnung schenkt. Mir ist mein Glaube wichtig, da er mir Mut gibt und ich weiß, dass ich nie alleine bin. Auch wenn ich einen Fehler mache und mich scheinbar alle verlassen, er wird immer für mich da sein. Mein Glaube ist mir wichtig, weil ich weiß, dass egal wie ausweglos eine Situation auch sein mag, ich niemals allein bin. Mein Glaube ist mir wichtig, weil in ganz schweren Situationen, in denen ich nur noch hilflos sein kann, weil nichts mehr getan werden kann, er mir eine Möglichkeit bietet, eben doch etwas tun zu können. Ganz einfache Dinge, Kerze anzünden oder einfach mit Gott darüber ins Gespräch kommen, was von der Last abgeben. Und außerdem schenkt er mir eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, dass ich liebe Menschen, die ich gehen lassen musste, irgendwann wiedersehen darf.